Ja, willkommen zu einem kleinen zwischen den Hauptstream-Videos Video-Stream. Ich bin hier alleine gerade. Mein Kumpel, der ist sehnlos, ist offline. Und ja, ich bin etwas süchtig nach diesem Game, weswegen ich jetzt gerade auf unseren Server gejoint bin. Und werde mir ein paar Perls fangen. Ich habe die Kamera umgestellt. Es sitzt jetzt direkt vor mir, nicht mehr neben mir. Das ist einfach mein wunderschönes, hässliches Gesicht. Schön groß auf der Bildfläche zu sehen ist. Ja, gut. Dann gehe ich mal weiter. Ein paar Perls fangen mit nur einem Perlball. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass die Kamera nicht mehr dort ist. Seht's mir nach. So. Ich brauche Palsphären, Palbälle, Pokebälle. Da ist meine Werkbank. 19 Stück. Das machen wir. Das machen wir. Ich habe auch das Mikrofon jetzt etwas weiter. Ich hoffe, man hört mich dann nicht mehr so atmen. Ich habe das Problem, dass meine Nase innen ständig zu ist. Ja. Deswegen ich sehr oft leider auch durch den Mund atme und das hört man. Leider, glaube ich. So wie ich das mitbekommen habe, indem ich meine eigenen Videos geschaut habe. Das tue ich. Denn nur so kann man besser werden. So. Rubberbanding immer noch aktiv. Ganz leicht. Ich weiß nicht, liegt das am Server oder liegt das wirklich an dem Spiel? Oder an mir? Wir werden es fixen. Irgendwann, hoffentlich. Hungrig sehe ich. Dann lassen wir da immer noch etwas Futter hier, damit die nicht so hungrig faulenzen. Lassen wir noch etwas Futter hier, sprach er und schaut in sein Inventar. Da war kein Futter mehr da. Es gab früher diese eine Kinderserie. Da gab es auch so einen, ja, Kartoffelsack. War das Siebenstein? Ich hab dich doch getroffen, Alter. Mehr du, ich klopf dich. Jetzt. Festungskommandant, okay. Ich finde das toll, dass die Items immer mal hier so rumliegen. Die Kiste. Da war doch eben eine Kiste, die ich nicht geöffnet habe. Kamera da. Nehme ich mit. Und wieder eine Palsphäre gefunden. Passt zu meinen Vorhaben. War eine blöde Idee. Ich
stehe in Flammen für euch. Mir ist so warm. Woher kommt das, dass mir so warm ist? Auf einmal. Ich könnte ja Pfeil und Bogen nehmen, aber das wäre leider zu einfach. Und das macht ja jeder. Ich nehme ich gleich mit. Ich habe gesehen, du hast mir die Zunge rausgestreckt. Dafür nehme ich dich mit. Auf ihn mit Gebrüll. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein, ich habe ihn töten lassen. Komm her. Du bist zu overpowered. Ausdauer erhöhen. Das ist jetzt nur ein kleines Special, also. Ich werde dies auch nicht schneiden, ich werde das als ganze Folge auf YouTube hochladen. Und es auch nicht als als dazugehörige Folge kennzeichnen. Gut, habe ich dich getötet statt gefangen. Wir schleckern an Steinen, hm? Oder irgendwelchen Salzen, die hier angespült werden. Gummos. Komm. Gummos ist Mios. Komm, komm, komm. Ich habe auch nicht so viel Zeit heute. Aber ich musste in dieses Spiel schauen. Schaut mich böse an. Ah, dieser letzte Schlag ist immer noch ein wenig zu heavy. Ah, da liegt ein Ei. Da hat jemand ein Ei am Wandern. Das nehmen wir mal mit. Na komm. Nein, ich setze hier keinen Perl ein. Ah, meine Ausdauer. Okay. Dann eben hier doch. Mit die Pocket geht. Ich schmeiß ständig meine Bälle weg, weil meine Perls die anderen Perls töten. Ich glaube, ich muss mir stärkere Gegner suchen. Level 3 Fox Parks. Na komm. Beim letzten Schlag bin ich zurückgegangen. So, weiter, weiter, weiter. Immer mehr fangen, immer mehr fangen. Und immer mehr Perls brauchen auch immer mehr Futter. Läufst du mir weg? Mieze Katze. Ein typisches Mauzi-Verhalten. Na komm, na komm. Nicht irgendwie, gibt es keinen Befehl, dass man sagen kann, gleich angreifen? Na gut, der schwimmt jetzt ins Nirvana, ins Nimmer-Nimmer-Land.
Dann kassiere ich halt mir ein T-Fand ein. T-Fand. Und finde auch eine Kiste. Und ich sollte auch, glaube ich, mal was essen. Okidoki, Floki. Huha. Ich mag die Stimme. Gebüsch. Ich hänge im Gebüsch. Komm, komm. Ich bin es aus Pokémon gewöhnt. Ich habe da auch nie Pokémon, die ich schon habe, gefangen. Aber hier scheint es relevant zu sein. Deswegen mache ich da mal mit. Ich möchte gern, dass sie sich als was Besonderes fühlen bei mir. Dass sie nicht einer von vielen sind, denn dass ich nur sie von ihrer Sorte, Gattung bei mir habe. Dumos, Mios, Ballos, Fangos. Ja, gut. Ich bin jetzt ruhig. Ja, Fangbonus. Komm, fang ich gleich mit. Fliegt ihm der Hut weg. Ein Evoli mit Schal. Ein Schalevi. Gleich hinterher fangen. Ba, 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 la, ba, ba. Pengulet, 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 Pengulet. Da ist gerade mein Kugel angegangen auf Pengulet. Ich fang dich oder du wirst sterben. Was ist dir lieber? Denke ich aber auch. Ein Ei. Ein wunderschönes Ei. Da laufe ich nicht dran vorbei. Und eine Kiste. Lack und Leder. Boah. Das ist Wahnsinn. Komm, Feuerbogen tue ich mir. Hölzerne Aufbewahrung. Why not? Zerkleinerer. Ja. Was machen die denn da für eine Schweinerei? Ich hab das gesehen. Ah, man kann den Schlag abbrechen und werfen. Nice to know. Das ist eine ziemlich geile Sache. Mal ehrlich. Dass man die Prozentzahl sehen kann, wie wahrscheinlich es ist, dass es drin bleibt. Ja? Es macht nicht alles besser. Es gibt Dinge, die finde ich schlechter, wie Vorbild.
aber die sind minimal. Die Vorlage macht mehr schlechter als die hier richtig. Der Ball ging daneben. Schubst der mich um? Ich glaube, dir geht's zu gut. Ich hau dir eine rüber über deine Rübe. Eine über, nicht rüber. Na gut. Ich hätte gerne dieses Milpaka mit nach Hause genommen. Aber wer nicht lernen will, wer nicht fühlen will, muss lernen. Ich könnte mich mal heilen und ich habe nichts zum Heilen dabei. Meine Sättigung ist auch schon wieder fast dahin verflogen. Ungenutzte Statuspunkte. Machen wir die LP höher. Beam. Hä? Guten Morgen. Können wir noch ein bisschen mehr einstecken? Ist vielleicht nicht ganz so verkehrt. Hungrig, oh, hungrig, komm hier, hungrig seid ihr. Könnt ihr das? Nee. Ein Ei hier. Ein bisschen Spießchen gibt es bei mir heute. Ich bin ein Spießer, denn ich mag Spießchen. Ein bisschen Spießchen. Pengulett faulenz. Machen wir Maximum hier. Könnte ein bisschen dauern. Oh, ich habe 23 Perls gefangen. Bis jetzt, das ist nicht viel für Level 7. Da muss ich noch etwas Gas geben. Das bekommt ihr. Da Pengulett faulenzt. Ein Chicken tausche ich gegen ihn hier aus. So. Lembal gönnt sich ein Päuschen. Ich brauche nicht dich, sondern dich. Bewässern, sehen. Was schleichst du durch meine Bude? Du hast hier gar nichts verloren. Du süßes Füchschen. Hier, draußen vor der Tür ist dein Platz. Ja. Ein neuer Morgen. Gigerikack. Und weiter geht's hier. Was haben wir dabei? Wie sieht unser Hunger aus? Ja, komm, hier rein. Wie sieht mein Team aus?
haben die ja, keine Statusprobleme. Betten sind mehr als genug da für alle. Dann ziehen wir weiter in die Perljagd. Welche Arbeit? Perlien Fruchtteil. So. Das brauchen wir ja um für... Oh. Schön, dass ich drauf geschaut habe, dass ich genug Bälle dabei habe. Kenne ich wieder nicht. Aber man findet ja hier zum Glück immer mal wieder ein paar... rumliegen. Hab ich ihm den Stein weggenommen unterm Bobbes? Natürlich schmeiße ich die Hälfte erstmal weg, die ich habe. Jetzt habe ich nur einen. Na gut, ich habe die Megasphären noch. Lege ich mich mit denen an? Oh. Ach, die rennen schon wieder weg. Ah, deswegen benutze ich auch keinen feinen Bogen, denn ich habe keinen Bogen. Ich sollte auch mal glaube. Mein Prügel hier reparieren. Primitive Werkbank. Komm, ich will nicht immer ins Lager rennen. Ja, komm, hier. Ich finde das angenehm mit diesen Einstellungen übrigens, dass das etwas schneller geht. Okay. Und das Beste ist zurückbauen, dann habe ich meine ganzen Materialien wieder. Zack. Die riechen das. Die riechen das. Er greift aber nicht an. Ach, wie fange ich dich? So. So. Ja, lauf nur weg. Lauf nur weg. Ade. Goodbye. Viel Spaß auch bei was auch immer du da hinten jetzt machst. Und es verschwand im Nebel. Nein, ich möchte nicht zu dir. Nein. War mir zu heikel, jetzt eine normale Palsphäre zu nehmen bei diesem Viech, wie man bei uns in Hessen so sagt. Aha.
Sorry. Hier. Zieh dir eins über die Rübe und dann fange ich dich. Und dann bist du mir immer gehörig. Ach, dann nehme ich eben erst die Kiste. I have idea. Ideen habe ich. Wenn ich mal nach links schaue, dann liegt das daran, dass ich auf den Chat klicke, den ich hier auf meinem Tablet mir anzeigen lasse. Du hast nur einen Monitor. Schäme dich. Ich hatte bis vor kurzem zwei, aber ich brauche nur einen. Erstmal. Macht natürlich wenig Sinn, jetzt im Stream Dinge zu tun. Aber ich hoffe mal, dass mein Kollege das nicht sieht. Und wenn ihr mitzocken wollt, sagt Bescheid. Und wenn es passt, dann könnt ihr gerne hier mit auf den Server mit uns gemeinsam Monster brüllen. Man müsste den eigenen Perlsagen hier nicht töten, nur anschwächen. Jetzt erlaube ich mir eigentlich, einen Rudel anzugreifen. Wollte ich nicht. Whopper Bending, nein. Nein. Oder was auch immer das gerade war. Ich baue da jetzt mal eine Werkbank hin, die er dann nicht benutzen kann. Wenn das geht, wenn ich in seiner Base Dinge bauen kann, die mir, die nur ich benutzen kann. Ah, okay. Brauche ich dich hier an die Grenze? Okay, sonst klappt nichts. Schade. Gummus. Alter. Das
sind die hier aggro unterwegs? Kommt schon. Gumos zurück aus. Ja. Sehr gut. Ja, meine Waffe geht gleich hinüber. Ich weiß. I know. Nur zwei Lambella fangen. Ne, vier. 30 Perls, noch zwei Perls fangen, nicht Lambella. Lambelle. Dann seh. Da ist eine Notiz, seh. Na dann erstmal nach Hause. Wie kompliziert möchtest du dein Gebäude bauen? Ja. Wo habe ich meine Reparaturwerkbank hingestellt? Bogen brauche ich Fasern. Holzsphären. Ja, die brauche ich auf jeden Fall. Jetzt pushen wir mal die Ausdauer. Technologien. Quelle für die Perls. Den nehme ich. Eine tropische Tracht kann ich gleich produzieren. Na, dann nehme ich den schon mal mit. Denn weiter im Norden wird es warm. Deiner, aber die tropische Tracht ziehe ich schon mal an. Ja, wenn du es verbrennst, dann spendet es Wärme. Und wenn du es sägst, dann nicht.
Ich will mein Holz. Ja. Gibt es da eigentlich Steine? Trockene Steine? Ne, nur Pallium. Okay. Dann hier noch etwas Steine. War klar. Komm, von den Dingern. Es lohnt nicht, die wegzunehmen. Was geht denn? Nächste Steigerung ist dann, also Werte, die ich erhöhe, werden sein Gewicht tragen. Ja. Gut. Drei Steine. Jetzt baue ich erstmal Dinge, die ich brauche. Hölzernes Wandregal. Aha. Sieht besser aus als Kisten, definitiv. Dieses hölzerne Wandregal. Kommt der Käse erstmal rein. Heiße Quelle braucht Steine. Standfackel. Anderes Schild, okay. Noch ein paar Steine. Ja, das sollte jetzt drin sein, dass ich die fehlenden Steine für die Reparaturwerkbank mitnehmen kann. Da glitzert was. Was glitzert? Leder. Leder, Leder, Lederlappen. Ich kann die Geräusche nicht nachmachen. So. Für die Reparatur. Reparieren. Reparieren. Gut. So. Okay. Das findet dann alles im nächsten Stream statt. Ich werde jetzt noch gucken, dass ich die zwei Perls noch fange. Schön, er ist immer abgesoffen.
Einen noch, einen noch. Habt ihr denn noch Fresschen? Ja. Kann ich das Lager eigentlich ausbauen wieder? Glaube nicht, oder? Ausrüstungs- und die Statue der Kraft muss ich bauen. Ja. Im nächsten Hauptstream. Oh, eine Kiste. Und eine Persphäre. Wieso habe ich das mitgenommen, aber nicht die Kiste? Gestern. Hm. Da werden die Kisten immer wieder neu befüllt. Da liegt ein Ei. Ein Ei. Ja, stimmt. Das Ei habe ich nämlich mitgenommen. Liegt immer wieder ein neues anscheinend. Ich würde gerne noch einen Perl fangen. Eine Perlkartoffel. Das war jetzt aber schlagartig auf einmal dunkel. Und Bogen. Ich muss den Bogen unbedingt machen. Ja. Ja, klar. Du fliegst jetzt nicht zurück. Dich fange ich jetzt. So schaut's aus. Das wäre witzig, wenn das klappt. Dann hier ihn auch gleich mit. Nein? Jetzt aber. Das kommt. Das siehst du nicht kommen. Gut, dann nicht. Es scheint egal zu sein, ob ich eine tropische oder normale Ausrüstung trage. Ihm ist wohl etwas kalt. Solange er mir die Bude nicht abfackelt. Gut. Das war's auch mit meinen kurzen zwischen den Folgen-Video, also zwischen diesen Hauptfolgen. Und dann werde ich das nächste Mal, ja, ich glaube, der nächste Stream ist dann wirklich am Mittwoch. Ja, zwischen 16 und 17 Uhr wird das stattfinden. Sage ich bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr wunderschönen, wundervollen Menschen. Ernten. Und in diesem Sinne werfe ich erstmal das Hühnchen.
So. Ja, bis zum nächsten Mal.